Hey Compadres, was geht? CryptoGhost am Start und hat ein neues Video für euch parat. Heute gibt es wieder neue News aus dem Lucky Blockcoin Camp. Ehrlich gesagt finde ich das, was die heute mitgeteilt haben, nicht so gut, aber macht euch euer eigenes Bild. Die einen werden sich freuen und die anderen wiederum werden sich ärgern. Warum die sich ärgern werden, das wird ihr gleich sehen. Bleibt dran und zieht euch mein Video vollständig rein. Gebt der Glocke eine Schelle und gebt dem Kanal ein Abo. Kommentiert mein Video für den Algo, damit es auf ein neues High Level kommt. Holt schon mal Popcorn und gönnt euch mein Intro. Jetzt aber Intro. Compadres, Muchachos, Freunde, Investoren und Investorinnen, kommen wir zum Videoinhalt. Ich hatte euch vor ein paar Tagen darüber informiert, wie man an der Wen Lambo Verlosung von Lucky Blockcoin teilnehmen kann. Da gab es ja die ein oder andere Bedingung, damit jeder die Chance hat, ein NFT der Lucky Blockcoin Platinum Rollers Club Collection zu ergattern. Zu den Bedingungen gehörten mehrere Punkte, die ich euch nochmal hier auffasse. Ein Punkt war, dass man Lucky Blockcoins im Wert von 1000 Dollar hodeln müsste. Zusätzlich müsste man BNBs im Wert von 1500 Dollar beiseite haben, um beim Drop einen NFT zu ergattern. Ein weiterer und wichtiger Punkt ist, dass man nicht mehr als 15 NFTs kaufen konnte. All diese Bedingungen wurden laut dem Tweet von Lucky Blockcoin gestrichen. Das heißt, es gibt keine Ausnahmen mehr, so Lucky Blockcoin. Eine Kaufobergrenze, weder muss man eine Mindestmenge an Lucky Blockcoins besitzen, um die Chance zu haben, ein NFT zu kaufen, um dann an der Verlosung von Wen Lambo teilnehmen zu können. Einige werden es gut finden, aber viele werden sich jetzt auch bestimmt aufregen. Ich persönlich finde das nicht gut, ganz ehrlich, auf den letzten Drücker die Bedingungen zu ändern. Weshalb ich das nicht gut finde, dazu kommen wir jetzt. Viele hatten keine Lucky Blockcoins im Wert von 1000 Dollar und wollten trotzdem an der Verlosung teilnehmen. Nun müssten die, die keine Lucky Blockcoins im Wert von 1000 Dollar in der Wallet besitzen, nochmal nachkaufen. Jetzt aber stellt sich heraus, dass die nicht mehr Lucky Blockcoins im Wert von 1000 Dollar in der Wallet halten müssen, um an dieser Verlosung teilnehmen zu können bzw. NFTs kaufen zu können. Quasi haben die jetzt unnötig gekauft. Der ein oder andere wird sich jetzt bestimmt denken, dass er das Geld direkt für die NFTs beiseite behalten könnte, wenn man nicht Lucky Blockcoins im Wert von 1000 Dollar hodeln müsste. Naja, ist ja jetzt eh zu spät. Es ist jedoch ein Vorteil für diejenigen, die keinen L-Blocks nachkaufen müssten, um auf die 1000 Dollar Marke zu kommen. Ihr habt Geld gespart und könnt das Geld dann für den Einkauf der BNBs nutzen, um ein NFT zu ergattern. Vorher musste man BNBs kaufen, aber auch das hat sich geändert. Dazu komme ich später. Was auch blöd ist, ist, dass es jetzt keine Kaufobergrenze mehr geben wird. Das ist schlecht, weil es jetzt viel schwerer wird, überhaupt an NFTs zu kommen. Sollten jetzt irgendwelche Wale kommen und alle kaufen können, dann hat sich das für die kleinen Anleger gegessen. Die kommen dann mit ihren Millionen an und kaufen mal einfach die 10.000 NFTs im Handumdrehen. Ist schon mies, dass die Bedingungen jetzt auf den letzten Drücker geändert werden. Ein Grund, weshalb die Bedingungen kurzfristig geändert wurden, konnte ich nicht finden. Schade auch, vielleicht hat der ein oder andere doch das Glück und kommt an das ein oder andere NFT dran, um an der Verlosung teilnehmen zu können. Ich kann mir jetzt mehrere Szenarien vorstellen, was die Tage passieren könnte. Szenario 1 wäre, dass die Investoren, die zuletzt nochmal aufgestockt hatten, um auf eine Menge von L-Blocks im Wert von 1000 Dollar zu kommen, ihre Coins wieder abstoßen, um mehr Geld für die NFTs zu haben, um dadurch auch mehr NFTs kaufen zu können. Das könnte natürlich dazu führen, dass der Preis ein bisschen droppt. Szenario 2 wäre, dass die kleinen Investoren aufgrund von riesigen Wahlen gar nicht dazu kommen, um überhaupt ein NFT zu ergattern. Szenario 3 wäre, dass Bots es den kleinen Investoren schwer machen, weil die einfach automatisch die NFTs schnell einkaufen, so schnell, dass du nicht mal mit den Augen blinzeln kannst. Szenario 4 wäre, dass jetzt viel mehr Leute auf den Zug aufspringen könnten. Vielleicht will der ein oder andere ja gar keine L-Blocks halten und interessiert sich nur für die NFTs der Lucky Block Platinum Rollers Club Collection. Da man jetzt keine L-Blocks mehr halten muss, könnte man ja quasi nur sich den ein oder anderen NFT gönnen. Aber auch das würde es überhaupt erschweren, an NFTs zu kommen, wenn jeder auf diesen Zug aufspringen würde. Szenario 5 wäre, dass viele Investoren dem Projekt den Rücken kehren, weil die sich jetzt schon bei der ersten Verlosung nicht an ihre Versprechen gehalten haben und viele von dem Projekt enttäuscht sind. Das halte ich jetzt zwar für unwahrscheinlich, aber könnte natürlich auch passieren. Ich meine, wenn es schon so anfängt, was passiert im Nachhinein? Auch dieses Szenario könnte dann wirklich den Preis droppen. Keine gute Entscheidung des Teams, was auf jeden Fall viele Kleinanleger enttäuschen wird. Ich drücke denjenigen, die an der Verlosung gerne teilnehmen wollen, natürlich die Daumen, dass sie das bekommen, was sie sich wünschen. Und viele hatten schon gefragt, Wen Lambo,
Ja, das tut mir natürlich jetzt leid. Kopf hoch, es geht weiter. Kommen wir jetzt zum Start des NFT-Drops. Laut der Lucky Blockcoin Telegram-Gruppe werden die 10.000 NFTs am 11. März geprägt. Ein Tag davor, also der 10.3., wird es ein Update von Lucky Blockcoin geben und es wird der genaue Startzeitpunkt bekannt gegeben. Um Fälschung sowie falsche Links zu vermeiden. Es werden bestimmt an dem Tag viele Scammer versuchen, an euer Geld ranzukommen und durch Scams sich die Beute vollzumachen. Leider gibt es sowas immer noch. Lucky Blockcoin hat auch mitgeteilt, dass der Link zum Kauf der NFTs in der Telegram-Gruppe veröffentlicht wird und nirgendwo anders. Ab dem Zeitpunkt wird ein Countdown laufen, so dass man nur innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens einkaufen kann, so wie ich das jetzt verstanden habe. Der Marktplatz, auf dem man die NFTs kaufen kann, wird erst am Donnerstag mitgeteilt. Freunde, auch eine weitere Sache, die sich geändert hat. Eben hatte ich gesagt BNBs. Man kann aber jetzt die NFTs nur noch mit Wrapped BNBs kaufen, nicht mit normalen BNBs. Am Anfang hieß es, dass die NFTs mit BNBs gekauft werden müssen. Das hat sich anscheinend auch geändert. Was hier der Grund ist, hat man nicht mitgeteilt. Also nochmal, am Donnerstag, den 10.3. wird der Startzeitpunkt bekannt gegeben, ab wann man die NFTs am Freitag, den 11.3. kaufen kann. Nachdem der Startzeitpunkt für die NFTs mitgeteilt wird, erst dann wird bekannt gegeben, auf welchem Marktplatz man die NFTs ergattern kann. Um schnell und pünktlich mit dabei zu sein, sollte man in der Telegram-Gruppe von Lucky Blockcoin aktiv sein. Dort wird dann ein Link veröffentlicht, wo man zu einer Seite weitergeleitet wird, die bis jetzt noch nicht bekannt ist. Ich gehe von OpenSea aus, wo du dann deine MetaMask Wallet verbinden musst und dann kann man seine NFTs kaufen, wenn du überhaupt welche bekommst. Man kann die NFTs nur innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens kaufen. Das heißt, der Link funktioniert nicht 24/7. Für euch bedeutet das, wenn ihr wirklich unbedingt ein NFT haben wollt und eventuell ein Lambo neben euren jetzt vorhandenen Drahtesel sehen wollt, müsst ihr am Donnerstag und Freitag aktiv und schnell in der Telegram-Gruppe sein. Nicht, dass ihr sagt, ich hätte euch nichts davon erzählt. Kommt mir gar nicht so. Nennt mich Crypto Ghost and Storyteller. Da es jetzt keine Kaufobergrenzen mehr geben wird, wird das wohl eine Schlacht um Leben und Tod sein. Ich stelle mir schon einige Investoren bildlich vor und sehe sie schreien, this is Sparta. Auf jeden Fall viel Glück, Daumen sind gedrückt und bleibt am Ball. Das Team hat auch darauf aufmerksam gemacht, nicht auf irgendwelche Links zu klicken, die nicht offiziell von denen selbst publiziert wurde. Das wären dann wohl wahrscheinlich Scammer sein, die an eure Kröten wollen und mit euch eine Zap-Zarab-Aktion machen werden. Passt auf jeden Fall auf. Abgesehen von den NFT-Drop steht ein weiterer lang ersehnter Drop vor der Tür. Die Beta-Version der Lucky Blockcoin App ist quasi schon parat und wird seit gestern durch das Team intern getestet. Aber am 11.3. will das Team sogar es 50 Testern ermöglichen, von euch mitwirken zu lassen, um die App zu testen. Um daran teilnehmen zu können, müsstet ihr einmal auf den Twitter-Account von Lucky Blockcoin gehen. Den Link verlinke ich euch aber auch gerne mal in meiner Beschreibung. Dort können sich dann die Menschen in ein Formular eintragen und von all denen werden dann nur 50 ausgewählt, die dann mitwirken können und die App testen können. Die 50 ausgewählten Tester werden dann im Haupt-Telegram-Chat bekannt gegeben. Im Anschluss müssten die Auserwählten dann eine DM an das Team schicken. Wohin ihr die DM schicken müsst, wird dann auch im Haupt-Telegram-Chat der Lucky Blockcoin-Gruppe mitgeteilt. Es wird keiner auf euch zukommen und euch mitteilen, dass ihr einer der Auserwählten seid. Alles wird nur in der Telegram-Gruppe bekannt gegeben, nirgendwo anders. Auch hier nochmals als Hinweis, kommuniziert nicht einfach so mit Menschen, die euch einfach von der Seite anschreiben. Das haben uns schon damals unsere Eltern beigebracht. Redet nicht mit fremden Menschen, Kinder. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich bin jetzt zwar kein Elternteil von euch, aber macht das, was ich sage. Naja, letztendlich seid ihr für eure Investitionen verantwortlich, aber wäre traurig, wenn ich hören würde, dass einer von euch sein Geld wegen so einem Pisser verloren hat. Das wünsche ich keinem von euch. Die erste Community-Testphase wird Ende dieser Woche beginnen. Und die zweite wird Anfang nächster Woche beginnen. Anscheinend wird es auf zwei Phasen aufgeteilt. Die Auserwählten sollen dann ein Feedback an das Team zurückgeben, was gut ist und was schlecht war, damit man die App verbessern kann. Ich finde das gut, dass das Team auch die Investoren hier mit ins Boot holt und mit daran antizipieren lässt. Machen wir weiter. Wie ich schon im letzten Video erwähnt hatte, nimmt das Team die Marketingaktivitäten wirklich ernst. Zuletzt sahen wir in meinem Video, wie ein kleiner Transporter mit einem integrierten Bildschirm durch die Straßen von Las Vegas mit der Aufschrift The Fastest Growing Cryptocurrency of All Time Lucky Blockcoin fuhr. Jetzt hat das Team auch die Aktivitäten in London versteckt ausgeweitet. Zurzeit fahren dort auch die roten Doppeldeckerbusse mit Lucky Blockcoin Werbeanzeigen in der Stadt rum. Ich weiß jetzt nicht, ob das aktuell ist, zumindest so laut der Telegram-Gruppe. Sowas regt auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit auf. Würde ich sowas sehen, würde ich direkt danach im Internet suchen. So bin ich halt zumindest, aber ich denke, viele sind auch so. Auch wurden in der Vergangenheit Plakate in den U-Bahn geklebt. Das war aber in der Presale-Phase. Auf jeden Fall interessant, wie die ihre Marketingstrategien angehen. Falls ich hier noch mehr hören sollte, dann halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden und gebe euch Bescheid. Wie immer, kennt ihr doch.
von CryptoGhost. Nun kommen wir noch zu einer weiteren und sehr wichtigen Nachricht für alle Kryptoinvestoren. Es kann ja nicht nur um Lucky Blockcoin gehen. Debatte um Bitcoin-Verbot. Finaler Entwurf zu MiCA-Richtlinien eingereicht. Abstimmung am 14. März. Ich hatte mehrmals darüber berichtet, dass die SPD, Grünen und Linken ja die Welt retten wollen und versucht hatten, einen Antrag zu stellen, um alle Kryptowährungen, die auf das Proof-of-Work-Mechanismus basieren, verbieten wollen. Das wäre dann unter anderem Papa Bitcoin und Ethereum. Stand heute, bis Ethereum 2.0 an den Start geht und auf das Proof-of-Stake-Mechanismus switcht. Natürlich gibt es noch weitere Kryptowährungen, die auf das Proof-of-Work-Mechanismus basieren, aber das sind jetzt die mir einfallen und quasi die wichtigsten und bekanntesten. Bitcoin auf Platz 1, Ethereum auf Platz 2. Eigentlich sollte die Abstimmung schon bereits letzten Monat im Februar abgestimmt werden. Aber das hat nicht wirklich funktioniert. In der vorigen Version des MiCA-Antrags war deklariert, dass ab dem 01.01.2025 Kryptoanbieter keine Dienstleistungen für Kryptos, die ich eben erwähnt hatte, mehr erbringen sollen. Und das, solange sie nicht auf einen nachhaltigen Konsensmechanismus wie das Proof of Stake beruhen. Herr Berger, der Vorsitzende des EU-Ausschusses für Wirtschaft und Währung, kritisierte den Punkt und meinte, man könne das als Fehlinterpretation aufnehmen. Im Antrag hieß es, ich zitiere: Insbesondere dürfen Kryptodienstleister den Kauf oder Handel mit solchen Kryptovermögenswerten nicht erleichtern und keine Verwahrungsdienste für solche Kryptovermögenswerte anbieten. Aber ich bitte euch, was soll man da falsch verstehen? Die Worte sind klar und deutlich. Jeder Dritte, der das lesen und hören würde, der würde verstehen, dass man alle Kryptowährungen, die auf den Proof-of-Work-Mechanismus basieren, nicht mehr kaufen, weder verkaufen kann. Im Tweet von Herrn Berger kann man jetzt entnehmen, dass die Kryptowährungen nicht gesondert behandelt werden sollen, sondern man soll damit umgehen wie mit allen anderen Finanzprodukten im Bereich der Taxonomie. Es war jedem klar, dass Regulierungen früher oder später eintreffen würden, aber in welchem Umfang war noch nicht klar und ist auch bis heute noch nicht klar. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass es kein Verbot für Kryptowährungen, die auf das Proof-of-Work-Mechanismus basieren, geben wird, wenn man dem Tweet von Herrn Berger Glauben schenkt. Ja, glauben kannst du in der Kirche, aber lass uns mal abwarten, was sich hier ergibt. Letztendlich ändern sich viele Dinge im Handumdrehen. Herr Berger ist zwar gegen ein Bitcoin- und Co.-Verbot, aber will auf jeden Fall Klarheit bezüglich des Energieverbrauchs von Kryptoassets. Er äußerte sich wie folgt: Mit der MiCA kann die Europäische Union weltweite Maßstäbe setzen. Mit der MiCA entsteht eine Kryptoregulierung, die Vorreiter ist bei Innovationsfähigkeit, Verbraucherschutz, Rechtssicherheit und der Schaffung verlässlicher Aufsichtsstrukturen im Bereich der Kryptoassets. Was wirklich am Ende dabei rauskommt, werden wir früher oder später sehen und am eigenen Leib erfahren. So Freunde, das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann gebt mir ein Like und ein Abo und ein Kommi und gebt der Glocke eine Nackenschelle. Ihr kennt den Standardprozess. Ich wollte euch nochmal mitgeben, dass ich für euch einen Instagram-Account gemacht habe. Wenn ihr Lust habt, dann gebt mir auch ein Follow dort. Ihr könnt mir dort Fragen stellen und ich werde das in Form eines Videos dann beantworten. Vielleicht wird es, wie gesagt, wie ich immer schon sage, auch Gewinnspiele geben. Das werden wir dann in der Zukunft sehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag oder Abend, je nachdem, wo ihr gerade sitzt. Kann ja sein, dass der ein oder andere gerade in China ist. Was weiß ich. Bleibt auf jeden Fall gesund und passt auf euch auf. Danke fürs Zuschauen. Hasta la vista, compadres. Ciao.